Herzlich willkommen zurück zur glücklichen Küche. Wir machen heute gemeinsam mit euch eine geschmorte Lammkeule. Das passt jetzt sehr, sehr gut, denn bald ist Ostern und ich würde euch in diesem Video sehr gerne zeigen, worauf es ankommt bei der Herstellung einer perfekten Soße, beim Ansatz bis hin zum perfekten Stückchen Fleisch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was wir alles dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Eine wunderschöne frische Lammkeule, Salz und Pfeffer zum Würzen, Lorbeerblatt, Knoblauch, Karotten, Sellerie, Zwiebeln, Tomatenmark dreifach konzentriert, Rosmarin und Thymian, Rotwein, Wasser und ein bisschen Senf. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr die Lammkeule vorbereiten könnt. Dafür würde ich euch bitten, einmal genau zuzuschauen. So, als erstes müsst ihr natürlich beim Kauf darauf achten, wie lange ist die Lammkeule haltbar. Bei mir sind das noch über 5 Tage Zeit, alles im Rahmen. Jetzt schneide ich einmal die Vakuumierung auf. Dann habe ich wieder mein Zewa. Und jetzt rieche ich einmal an dem Fleisch, um festzustellen, wie die Qualität ist. Es ist normal, dass das Fleisch aus einer Vakuumierung immer ein ganz kleines bisschen riecht, da es ja die ganze Zeit vakuumiert ist, aber es darf nicht zu stark riechen. Also hier ist das super in Ordnung. Wenn euer Fleisch jetzt, ihr macht die Tüte auf und es kommt euch sofort ein starker, intensiver Fäulnisgeruch entgegen, dann ist das Fleisch leider verdorben und ihr müsst es reklamieren. In dem Fall ist aber unsere Lammkeule wunderbar von der Aromatik. So, einmal sauber machen, trocken machen. So, ein wunderschönes Stück Fleisch. Jetzt löse ich hier oben, nehme ich ein bisschen was von der Haut weg. Nicht viel, eben so ein bisschen. Das kommt auf gar keinen Fall weg. Hier ist noch ein bisschen starkes Fett, das mache ich auch weg. Die Abfälle kommen auf gar keinen Fall weg. Die kann ich nachher in die Soße reinmachen und habe dadurch einen intensiveren Fleischgeschmack. Also nichts wegschmeißen, alles für Soße benutzen. So, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen. So, das reicht schon. Jetzt habe ich hier den Knochen. Den löse ich jetzt schon mal hohl aus. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ihr müsst mit eurem Ausbeiner einmal vorsichtig drumherum fahren. Also ich möchte nicht das Fleisch zerstören von außen. Ich möchte den Knochen nur von innen auslösen. Davor muss ich vorsichtig um den Knochen drumherum schneiden und so Splitter hier natürlich vorher wegschneiden. Das ist ja für die Kamera richtig halten. So, ganz vorsichtig drumherum schneiden. Ein bisschen eine Übungssache, aber mit ein bisschen Geduld kriegt das jeder hin. So, und jetzt kann man das so ein bisschen abschaben. Auch mit den Fingern viel arbeiten, also viel drücken, denn dadurch mache ich weniger kaputt. Hier ist noch ein Stückchen von der Kniescheibe, das kann man noch ein bisschen abschneiden. So, das ist schon weg. Jetzt geht es ganz einfach. Ich muss es für die Kamera schön positionieren. So, einfach am Knochen entlang schaben. Einmal mit der Hand nachjustieren.
und immer weiter rein, bis der Knochen frei liegt. Einmal umdrehen, das gleiche von der anderen Seite. Ihr könnt den Knochen natürlich auch drin lassen, allerdings ist es dann nachher beim Schneiden, beim Aufschneiden halt blöd, denn ihr habt immer diesen Knochen da. Ich gehe jetzt mal von der anderen Seite rein. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. So. Da kommt er. Das war's. Da ist der Knochen ausgelöst. Die Lammkeule ist also komplett frei von Knochen, besteht nur noch aus Fleisch und die könnt ihr nachher wunderbar aufschneiden. Wir fangen jetzt an mit der Zubereitung der Lammkeule. Die wird als erstes mal sehr, sehr gut gewürzt. Das ist sehr entscheidend, denn sonst schmeckt euer Fleisch, eure Soße nachher nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt 2 Kilo Fleisch. Das muss auch kräftig gewürzt werden, denn sonst ist es einfach nicht gut. Im gleichen Topf, wenn wir die Lammkeule angebraten haben, die holen wir dann raus, werden wir dann das Röstgemüse, das Kleingeschnittene, das heißt die Zwiebeln, den Sellerie und die Karotten, wir nennen das Mirepoix, das französischen Ausdruck dafür, werden wir darin anrösten ebenfalls, werden das dann mit Tomatenmark tomatisieren und mit Rotwein ablöschen. Wichtig ist dabei für die Soßenherstellung, dass der Rotwein komplett reduziert, denn sonst schmeckt eure Soße nachher sehr, sehr stark nach Wein und das wollen wir nicht. Dann werden wir das mit Wasser auffüllen, die Lammkeule hinzugeben wieder und dann für 2 Stunden ungefähr bei 200 Grad in den Ofen stellen. Und dann machen wir die Soße fertig. Einen Küchentrick, den ihr euch merken könnt: Ich habe hier einen weißen Teller oder einen Teller, eine Unterlage und ich würze diese Unterlage jetzt. Jetzt werden sich manche fragen, was macht er denn da? Ist der bekloppt? Nein, ich würze diesen Teller kräftig mit Salz und anschließend auch mit Pfeffer. Und jetzt setze ich meine Lammkeule dort hinauf. Jetzt ist die schon mal von der anderen Seite gewürzt und ich kann von oben nochmal würzen. So brauche ich nicht ständig drehen und machen und tun. Das könnt ihr euch merken, wenn ihr mal Fisch würzt oder Fleisch oder was weiß ich was, könnt ihr immer die Unterlage vorher würzen und könnt dann das, was ihr braten, kochen wollt, einfach oben drauf setzen. Und müsst dann nur noch von oben würzen. Ihr seht, wie viel Salz ich drauf mache und wie viel Pfeffer. Das ist echt wichtig, denn sonst schmeckt es nicht. Und jetzt wird das noch so ein bisschen eingerieben. Auch von allen Seiten hier. Es kann sogar noch mehr Salz drauf. Wie gesagt, das sind über 2 Kilo Fleisch. Da muss was dran. Wir fangen an mit unserem Öl. Ihr seht, der Topf ist echt super heiß. Das ist ganz wichtig, dass das schon mal sehr, sehr heiß ist, denn euer Fleisch ist ja kalt und wenn das dann in einen lauwarmen Topf oder Pfanne kommt, kühlt das zu schnell, zu stark aus. Und es fängt eher an zu schwitzen, als dass es brät. Deswegen ist es wichtig, dass euer Topf sehr heiß ist. Direkt da rein, vorsichtig, dass ihr euch nicht verbrennt. Und erstmal schön anbraten. Mindestens mal 1 bis 2 Minuten gar nichts machen, nur anbraten lassen. So, dann drehen wir mal. So sieht das dann aus. Wunderbar, goldgelb. Ich gehe ein bisschen von der Hitze runter.
hier schon mal meine ganzen Reste dazu. Jetzt nehmen wir die Lammkeule raus. Das Fett bleibt drin. Und unser Gemüse kommt dazu. Das rösten wir jetzt schön an. Achtung, dass es nicht verbrennt, dann wird die Soße bitter. Aber es muss geröstet werden, also nicht angeschwitzt, da muss schon was passieren hier. Da muss schon Power ran. Jetzt mache ich den klein geschnittenen Knoblauch dabei. Mit Knoblauch nicht sparen. Lamm und Knoblauch sind die besten Freunde. Was ihr hier unten seht, das ist von dem Gemüse und von dem Lamm, vom Anbraten. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie angebrannt ist oder sowas. Das kann man nachher wieder lösen. Das gibt der Soße die Farbe und auch den Geschmack. Ganz, ganz wichtig, das hat nichts mit angebrannt zu tun. Ihr werdet gleich sehen, wenn wir den Rotwein dazugeben, das löst sich dann sofort. Ich habe jetzt die Hitze etwas reduziert, weil jetzt das Tomatenmark dazu kommt. Das Tomatenmark kann sehr schnell verbrennen, deswegen macht man die Hitze ein bisschen runter. Wichtig ist aber, dass das Tomatenmark auch mit angeschwitzt wird oder angeröstet wird, da es dadurch seine Säure etwas verliert. Jetzt kommt das Lorbeer dazu, das Lorbeerblatt. Machen wir mal 3 Stück rein. Fangen jetzt an, langsam mit Rotwein abzulöschen, immer nach und nach. Jetzt löst sich das, was am Topfboden hängt. Wieder ein bisschen Rotwein. Man kann jetzt von Mal zu Mal beobachten, dass die rötliche Farbe vom Tomatenmark sich wandelt in eine bräunliche Soße, die wir erzeugen. Dieser Schritt ist der gefährlichste Schritt, denn da kann sehr schnell was anbrennen. Immer wieder warten, bis es anfängt wieder zu braten und dann gießt man wieder Rotwein dazu. Beim Rotwein benutze ich immer sehr, sehr gerne einen dunkleren Rotwein, also einen Dornfelder. Der eignet sich immer super für Soßen, da er sehr viel Farbe mitbringt und dann brauche ich nicht so viel Wein. Denn wenn ich sehr, sehr viel Wein brauche, um eine Farbe herzustellen, dann habe ich sehr, sehr viel Tannine in der Soße und die Soße ist nicht so lecker, als wenn ich ein bisschen weniger Wein benutze. So, wir sehen jetzt immer mehr, wie die Soße entsteht. Am Topfboden hängt gar nichts mehr, fast gar nichts mehr. Haben wir noch ein bisschen Rotwein, den geben wir noch dazu. Und dann ist der Ansatz
schon fertig. Kleiner Tipp, Lorbeer entzieht dem Wein die Säure so ein bisschen. Also ich sag mal, ihr habt bestimmt auch schon mal eine Soße selber hergestellt oder gegessen, die sehr, sehr säuerlich geschmeckt hat. Und der Lorbeer hat die positive Eigenschaft, dass er diese Säure vom Wein etwas eindämmt, hemmt. Jetzt nicht zu viel Lorbeer benutzen, denn Lorbeer ist eigentlich ein Gewürz, was man für Wildgerichte hernimmt. Aber trotz alledem mache ich an meine Schmorgerichte grundsätzlich ein Lorbeerblatt dran, aus aromatischen Gründen und aus den gerade genannten Gründen. So, der letzte Wein ist reingekommen. Ihr seht ja, was für eine wunderschöne Farbe hier entstanden ist. Das schmeckt aber jetzt noch nach Wein. Das riecht auch noch nach Wein. Der Geschmack, der entsteht erst beim Schmorvorgang. Die Säfte, die Inhaltsstoffe, der Geschmack aus dem Lamm tritt über in unsere Soße. Die Gemüse geben ihren Geschmack ab. Und dann schmeckt die Soße irgendwann auch mal wie eine Soße, weil das hier schmeckt eigentlich nur nach Rotwein und nach Tomatenmark. Das ist aber total normal, denn am Anfang ist ja auch noch nicht viel mehr reingekommen. Die richtige Soße, die braucht einfach die Zeit vom Schmoren. Der letzte Schritt der Soßenherstellung hat begonnen. Ihr hört es, es zischt, es fängt wieder an anzubraten. Jetzt größte Vorsicht. Der Wein ist also komplett einreduziert. Ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ja, und jetzt gebe ich mal ein warmes Wasser. Wenn ihr habt, noch viel, viel besser, euren heißen Lammfond oder eure heiße Nachbrühe. Ich erkläre im Video nachher, was es bedeutet. Dazu. Das mache ich jetzt. Ich nehme jetzt mal Wasser, weil das jeder zu Hause hat. Dann kann es auch jeder nachmachen. Wichtig ist, es muss einfach wieder anfangen zu braten. Der Wein muss komplett wegreduziert sein. Ganz, ganz wichtig. So, Wasser dazu. Erstmal so ein bisschen. Jetzt schauen wir mal. Das ist unsere Soße. Das gibt unsere Soße. Nicht zu viel Flüssigkeit verwenden, denn die müsst ihr nachher wieder einreduzieren. Lieber ein bisschen weniger und nach dazugeben. So, das ist der Ansatz, der ist fertig. Und jetzt zeige ich noch einmal, was mit dem Lamm passiert. So. Ein kleiner Tipp, Lamm und Senf passt immer super zusammen. Ich habe hier so ein paar getrocknete Rosmarin und Thymian. Ja, Blätter kann man nicht schlecht sagen, aber es ist getrockneter Rosmarin und Thymian. Ich hätte sehr, sehr gerne frischen genommen, aber ich habe keinen bekommen. Deswegen muss ich mal auf getrockneten zurückgreifen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, frischen zu bekommen, nehmt bitte frischen. Bisschen Senf dabei, nicht zu viel. Ein klein bisschen Öl, dass wir das ein bisschen vermengen können. Nehmt ihr euch einen Löffel, macht da so eine Art Pasta raus. Beim Senf bitte nicht den scharfen nehmen, immer den mittelscharfen. So, und jetzt nur ein bisschen. Dann machen wir praktisch eine Massage mit der Lammkeule oder für die Lammkeule. Mit dieser Senfmarinade. Nicht zu viel, aber ihr wisst ja auch, immer nicht zu wenig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mein Bruder lacht sich immer kaputt. Du sagst immer nicht zu viel, nicht zu wenig, aber das ist halt einfach das, was man so sagt. Oder? So, jetzt hier schön einreiben. So, jetzt ist das alles schön verrieben. Und jetzt gebe ich das auf meinen Soßenansatz. So, die Lammkeule kommt jetzt da rein. Ihr seht, die schwimmt jetzt so gut einem Drittel in dem Schmoransatz. Und das ist auch das, was man beim Schmoren beachten muss. Ein Drittel Flüssigkeit. Und zwei Drittel müssen oben rausgucken. Das könnt ihr euch mal merken. So, jetzt decken wir das mit Folie ab. Wenn ihr einen Deckel habt, nehmt natürlich gerne einen Deckel. Ich muss mir unbedingt mal was Passendes zulegen. So, schön abdecken. Und jetzt geht das für mindestens 1,5 bis 2 Stunden in den Ofen.
Unsere Lammkeule ist jetzt im Ofen. Die Zeit würde ich sehr, sehr gerne nutzen, um euch noch ein paar Tipps und Ratschläge mit auf den Weg zu geben und noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, was wir da jetzt genau gemacht haben. Zum einen stelle ich mir immer einen Timer, so weiß ich ganz genau, wie lange mein Fleisch im Ofen ist oder mein Kuchen oder mein Brot oder meine Brötchen. Das ist immer ein ganz wichtiger Ratschlag, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Der andere Tipp oder der andere Ratschlag ist, was haben wir da jetzt überhaupt gemacht? Ich möchte das alles so ein bisschen aufgreifen. Wir haben das Fleisch erstmal super gut gewürzt, das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir die Zwiebeln, die Karotten und den Sellerie in dem gleichen Topf mit angebraten, wo auch das Lamm angebraten worden ist. Diesen Ansatz, diesen Hergang, das könnt ihr mit allem Fleisch machen, was ihr machen wollt. Das heißt also, ob ihr jetzt einen Rinderbraten macht, einen Schweinebraten, egal was ihr für einen Braten macht, dieser Weg ist mein Weg und ich bin damit sehr, sehr erfolgreich. So habe ich es gelernt und das würde ich euch raten, das auch so zu praktizieren. Schöne Stücke schneiden vom Gemüse. Das ist ganz wichtig, dass das Gemüse gleichmäßig groß geschnitten ist. Wenn ihr jetzt eine kleine Karotte habt und eine große Karotte geschnitten sozusagen, dann wird euch die kleine sofort verbrennen, während die große noch nicht mal angeröstet ist. Also darauf müsst ihr echt achten, dass ihr das gleichmäßig groß schneidet. Am besten so walnussgroß, sagt man immer. Dann ist es wichtig, dass ihr dreifach konzentriertes Tomatenmark benutzt. Dies hat einfach mehr Kraft und schmeckt einfach viel, viel besser. Beim Rotwein achtet darauf, dass ihr einen dunklen Rotwein verwendet, dann braucht ihr weniger und habt direkt eine dunklere Soße. Wenn ihr nämlich zu viel Wein in eurer Soße habt, durch die ganzen Tannine, die im Wein enthalten sind, schmeckt die Soße dann einfach nur noch nach Wein und so bitter und das ist nicht gut. Lieber nicht zu viel Wein verwenden. Ein weiterer Tipp ist der, achtet darauf, dass euer Fleisch auch wirklich richtig gar ist. Denkt nicht, oh, das ist ja schon fast gar, ich hol's schon mal raus, umso besser ist es. Nein! Es wird besser, wenn es ein bisschen weicher ist. Lieber zu weich geschmort, als zu roh gelassen. Denn sonst habt ihr das Problem, dass ihr kauen müsst und es ist zäh. Also lieber etwas weiter schmoren, das ist immer von Vorteil. Solltet ihr irgendwie Zeitdruck verspüren oder ihr möchtet es einfach etwas beschleunigen, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Schneidet eure große Lammkeule in 3 Portionen auf. Dann ist sie viel, viel kleiner, die einzelnen Stücke sind viel, viel kleiner und garen dementsprechend viel schneller. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch und zwar benutzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Gemüse. Denn wenn ihr zu viel Gemüse benutzt, schmeckt eure Soße nicht nach Fleischsoße, sondern nach Gemüsesoße. Benutzt ihr zu wenig, habt ihr nicht diese Power, diese Runde, dieser Geschmack, dieses Volumen in der Soße. Und genau deshalb habe ich mir zu Herzen genommen, wie wollt ihr das wissen? Wie kann ein Laie das einschätzen? Deswegen habe ich das prozentual erfasst. Ich gehe davon aus, dass das Fleisch 100% hat und habe dann prozentual zum Fleisch die Gemüsesorten aufgeschrieben. Das heißt also, wenn jetzt jemand 1,8 Kilo Fleisch hat, der andere hat 1,2 Kilo Fleisch, kann er genau einschätzen, wie viel Prozent Gemüse brauche ich, wie viel Prozent Rotwein, wie viel Prozent Flüssigkeit, wie viel Prozent Tomatenmark. Das habe ich alles für euch aufgeschrieben und jeder kann es zu Hause perfekt umsetzen. Das findet ihr unten in unserer Videobeschreibung. Unsere Lammkeule war jetzt eine Stunde im Ofen. Ich habe sie jetzt mal aus dem Ofen rausgeholt, um euch zu zeigen, worauf ihr achten müsst, um zu sehen, ob sie gar ist oder nicht. Die Spannung ist noch sehr, sehr fest und ich habe vorhin schon mal reingestochen. Ihr seht jetzt schon hier, dass hier der Fleischsaft rauskommt. Aber was primär entscheidend ist, jetzt sieht man es, der Fleischsaft ist rot. Das heißt, einmal drehe ich hier und ich merke, es ist noch Spannung drin. Das heißt also, es ist noch nicht weich. Und zusätzlich kommt auch noch roter Fleischsaft raus. Das heißt, die ist jetzt von innen gut rosa. Also wer sie rosa haben möchte, wer sie rosa garen möchte, der holt sie jetzt raus und lässt sie 20 Minuten ruhen in Aluminiumfolie. Dann kann sie sich entspannen. Dann schneidet man sie auf und man hat eine rosa Lammkeule. Wir wollen aber heute die Lammkeule komplett durchschmoren, dass es auch für jeden ganz, ganz einfach ist von der Handhabung. Und deswegen schmoren wir sie heute durch und setzen eine schöne Soße damit an. Aus diesem Grund werde ich sie jetzt nochmal für eine weitere Stunde in den Ofen stellen und ich bin davon überzeugt, dass sie dann zart ist und gar ist. So, die Lammkeule war jetzt für 3 Stunden im Ofen. Ich selbst hätte auch nicht gedacht, dass sie so lange dauert.
Das liegt auch immer am Fleisch. Also es kann schon mal sein, dass ihr einmal eine Lammkeule schmort, so wie ich letzte Woche. Die hat 2 Stunden gedauert und jetzt dauert sie 3 Stunden. Das ist einfach eine Fleischsache. Ist aber nicht schlimm, man muss einfach nur feststellen, ob sie gar ist oder nicht. Und das machen wir jetzt zusammen. Wir holen sie einmal raus. So, jetzt haben wir hier das schöne Brachtstück. Ist ganz normal, dass es ein bisschen zusammenläuft, sage ich mal. Das liegt am Garen, das verliert immer ein bisschen an Volumen, das ist gar nicht schlimm, das ist normal. Jetzt nehmen wir das Fleisch und setzen das hier auf die Alufolie. Ah, Moment, das will ich euch noch zeigen. Woher weiß ich denn, dass es gar ist? Ich gehe mit einer solchen Fleischgabel rein und ziehe sie hoch. Und ihr seht, das Fleisch bleibt nicht an der Fleischgabel hängen. Das heißt, es ist alles schön gegart, weich und es ist auch zart. Jetzt muss ich einmal aufpassen, dass es mir nicht runterfällt. So, also daran kann man feststellen, ob das Fleisch gar ist oder nicht. Es muss von der Fleischgabel runterfallen, sich einfach lösen. So, das packe ich jetzt ein in der Alufolie und dann kann ich nämlich zwischenzeitlich die Soße herstellen. So, das reicht schon. Das müsst ihr unbedingt machen mit dem Einpacken. Wenn ihr es nicht macht, dann trocknet das Fleisch von außen an. Das ist sehr von Nachteil. Also immer schön einpacken, dass es nicht trocken werden kann. Das ist ganz wichtig bei Schmorfleisch. Ich könnte es auch abdecken in einer Schüssel oder sowas, aber das geht auch. Ihr könnt es auch abdecken in einer Schüssel, also Fleisch in eine Schüssel und mit Folie abdecken. Das geht natürlich auch. Nur es ist wirklich sehr wichtig, dass es abdeckt. Ansonsten würde es antrocknen. Jetzt zeige ich euch noch den Soßenansatz. Den habe ich hier. Ich neige mal ein bisschen. Alles, was hier oben so klar schwimmt, das ist das Fett, was aus dem Lamm ausgetreten ist und was wir auch im Ansatz hatten. Das müssen wir von der Soße runterholen. Und hier unten drunter versteckt sich die Soße. Wie man daraus eine perfekte Soße macht, das zeige ich euch jetzt. Was braucht ihr alles für diese Soße? Einmal braucht ihr natürlich ein Sieb. Meins ist jetzt noch relativ grob, wenn ihr ein feineres habt, umso besser. Und einen kleinen Topf, eine Sauteuse, wo das reinpassiert wird. Ich gehe jetzt her und passiere meinen Ansatz durch das Sieb. Jetzt trenne ich praktisch das Gemüse von der Soße. Und jetzt nicht großartig drücken, weil dann drückt ihr das Gemüse mit durch, dann gibt es eher eine Gemüsesoße. Mehr so leicht bewegen und ein ganz bisschen zart drücken. Und da sehen wir schon unsere Soße unten drunter. Bisschen drücken, aber auf gar keinen Fall feste drücken oder pürieren. Das wollen wir nicht. So. Was ihr machen könnt, ihr könnt das hier natürlich aufheben. Das ist jetzt nichts Schlechtes, das schmeckt auch. Und könnt es apart, also separat, zu eurer Lammkeule servieren. Es ist jetzt alles passiert, der ganze Ansatz ist raus. Ich mache jetzt aber trotzdem noch Folgendes, dass ich das hier hinstelle mit dem Gemüse obendrauf, denn es setzt sich immer noch mal was ab. Also wenn ihr das jetzt 10 Minuten stehen lasst, habt ihr mindestens noch mal hier so ein halbes Cappuccino-Tässchen voll mit Fond. So, und jetzt machen wir die Soße zusammen fertig, das zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt unsere Soße. Ich mache jetzt Folgendes, ich mache noch einmal den Rand sauber. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr immer sauber arbeitet, wenn euer Ergebnis auch gut werden will. Hier oben auch einmal alles sauber machen. So, jetzt können wir sauber arbeiten. Jetzt passiert Folgendes. Wir kochen das Ganze auf. Dadurch dreht das Fett nach oben. Es kocht praktisch aus der Soße aus. Und das nennt man im Fachjargon, wenn man das jetzt abnimmt, degressieren. Das heißt also, ich entferne das Fett von der Soße. Und das mache ich jetzt. Ist ganz einfach, aber auch ganz, ganz wichtig, denn ihr wollt ja keine fettige Soße haben. Ihr wollt eine klare, schöne Soße haben, ohne Fettaugen. Was ihr jetzt auf gar keinen Fall machen dürft, ist zu stark aufkochen, denn dadurch würde das Fett wieder nach unten, sich nach unten bewegen und würde sich mit der übrigen Soße vermengen. Und ihr dürft es natürlich auch auf gar keinen Fall in den Zustand umrühren. Jetzt gehe ich her, vorsichtig, und ihr seht, nur das Fett kommt in meine Kelle. Es kommt raus und kommt weg. Ich könnte es nochmal so machen und dann habe ich zu viel, das ist gemischt, das darf nicht sein. Also heißt also, vorsichtig
nur das Fett entfernen. Damit die Soße schön fettfrei serviert werden kann. Jetzt kocht es mir ein bisschen zu stark. Zu starkes Reduzieren, zu starkes Kochen führt dazu, dass die Soße sehr stark an Aroma verliert und sich Bitterstoffe, die eventuell entstanden sind beim Anbraten, deutlich hervorheben. Also heißt also, wenn ihr eine Soße reduzieren müsst, was eigentlich nicht unbedingt gemacht werden muss, dann macht dies auf mittlerer bis kleiner Stufe. Macht es niemals auf hoher Stufe. Da verliert ihr viel zu viel Geschmack. Unsere Soße ist soweit entfettet. Jetzt geht es ums Andicken. Jetzt könnt ihr andicken mit verschiedenen Bindemitteln. Ich bevorzuge und verwende sehr, sehr gerne angerührte Speisestärke, also Mondamin. Ihr könnt aber auch hergehen und Butter mit Mehl im Verhältnis 1:1 miteinander vermengen. Butter ein bisschen flüssig machen in der Mikrowelle und dann mit dem Mehl vermengen im Verhältnis 1:1 und könnt dann damit andicken. Das ist eine Art Mehlschwitze, halt auf umgekehrte Art und Weise hergestellt. Man nennt das Beurre Manier. So, das ist jetzt die Soße. Die ist noch nicht angedickt. Ihr könnt ja sehen, es ist nicht so viel, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil desto intensiver ist das. Wenn ich jetzt so viel Soße gehabt hätte aus diesem einen Stückchen Fleisch, das kann nicht sein und dementsprechend lasch schmeckt dann auch meine Soße, also nicht 10 Liter Soße machen für so ein bisschen Fleisch. Es soll auch vom Verhältnis her passen. Wenn ihr sehen könnt, wie viel Fett davon runtergenommen worden ist, das ist echt krass, aber das muss weg, denn das möchte ja keiner in seiner Soße haben. Beim Andicken müsst ihr vorsichtig sein. Immer nur ein bisschen Mondamin rein und umrühren. Und man erkennt die Wirkung des Mondamins erst dann, wenn es richtig aufgekocht hat. Also nicht meinen, oh, es ist noch zu dünn, ich mache noch mehr rein und mehr rein und mehr rein. Und wenn es dann irgendwann aufkocht, hat man Vanillepudding. Das sollte nicht sein. Also eine Soße sollte schon noch so eine gewisse sollte einfach fein sein. Nicht dick wie ein Pudding, aber auch nicht dünn wie eine Suppe. Diese hier kann durchaus noch dicker. Vorsichtig. Jetzt kommt es allmählich in die richtige Richtung. So, das sieht gut aus. Den Test mache ich nochmal mit der Kelle. Eine wunderbare Konsistenz. Schöne Farbe. Und die Stärke ruhig mal 2-3 Minuten mindestens mal auskochen lassen, dass die Bindung auch wirklich alle stattfindet. Ich mache sogar noch ein kleines bisschen ran. Das reicht uns. Ich mag es, wenn die Soßen nicht zu dünn sind, aber wenn sie zu dick sind, mag ich es auch nicht. Also jeder hat so sein eigenes Maß, wie er es haben will. Hier die finde ich perfekt, wenn sie so am Finger haften bleibt. Und sie ist super lecker. Super. Toll. Und jetzt als letzten Kick in unserer Soße ein kleines Stückchen Butter. Butter in Soßen, das schmeichelt der Soße immer so ein bisschen und lässt sie noch mal ein bisschen aufleben, lässt sie noch mal ein bisschen geschmeidiger werden. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen was rein. Gerade so zwei kleine Flöckchen, die rühre ich dann rein. Und dann sollte unsere Soße schon fertig sein. Wenn ihr jetzt Nuancen entdeckt, die euch nicht gefallen, das heißt also, die Soße hat nicht genug Würze, dann würzt einfach noch ein bisschen Salz danach. Ihr könnt auch mit ein bisschen Balsamico-Reduktion arbeiten. Das passt auch sehr, sehr gut zum Lamm. Das hebt noch mal so ein bisschen die säure-süße Note hervor. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, das ist jetzt eine Grundsoße. Ihr könnt diese Grundsoße x-beliebig verändern. Wenn ihr eine Rosmarin-Jus haben wollt, lasst ihr darin kurz Rosmarin ausziehen. Mit Thymian genauso verfahren. Oder wenn ihr es lieber orientalischer liebt, macht ihr ein bisschen Kumin und Ras el Hanout mit rein, also Curry. Ihr könnt mit dieser Soße spielen, in welche Richtung auch immer ihr spielen wollt. Die Grundsoße ist entscheidend und was ihr damit machen wollt, das bleibt bei euch. So, jetzt probiere ich mal. Wunderschön. Super. Bei mir fehlt noch ein bisschen Salz.
Und ich mache auch noch ein kleines bisschen Pfeffer mit rein. Das rühren wir nochmal durch. Probieren wir nochmal. Jetzt ist sie da, wo wir sie haben wollen. Eine hervorragende Lammjus, die wir zu unserer Lammkeule servieren können. Ein kleiner Trick noch von mir. Ich würde euch raten, diese Lammkeule am Tag vorher zuzubereiten, denn dann könnt ihr verschiedene Tricks anwenden. Der eine ist, wenn die Lammkeule ausgekühlt ist, lässt sie sich viel, viel besser schneiden als in einem warmen Zustand. Also erkalten lassen, über die Nacht im Kühlschrank, schneidet sie dann kalt in eure Portionen, es geht super einfach, und legt sie dann für eine Stunde ungefähr auf langsamer Stufe in eure vorbereitete Soße und ihr habt ein super Ergebnis und habt überhaupt keinen Stress. Der andere Trick ist, wenn ihr eure Soße nicht abfetten wollt, gebt den Lammfond vom Schmoransatz in ein hohes, dünnes Gefäß. Denn dann passiert Folgendes, wenn ihr es in den Kühlschrank stellt. Die Fettschicht sammelt sich oben drauf und sie erkaltet. Das heißt, wenn es 24 Stunden kalt gestanden hat, könnt ihr anschließend am nächsten Tag diese Fettschicht ganz einfach entnehmen und ihr könnt euch diesen Arbeitsschritt, den ich jetzt gerade gemacht habe, dieses Entfetten, sparen. So, unsere Lammkeule hat jetzt 20 Minuten gerastet. Diesen Fond noch schön in die Soße geben, nicht wegtun. Immer entgegengesetzt der Faser zuschneiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht, dass hier die Faser herläuft. Das heißt, die Fasern gehen nach da. Und wenn ich jetzt mit der Faser schneiden würde, dann wäre das schlecht zu essen und teilweise auch zäh. Also immer die Fasern durchtrennen. In dem Fall schneidet man so. Und wir sehen ja schon, wie schön zart das alles geworden ist. Ich schneide noch mal ein Stück ab. Guckt euch das mal an. Das hier ist das Beste. Das macht das ganz wunderbar saftig. Das Fett in der Mitte. Und jetzt zeige ich euch einfach mal auf dem Teller, wie es aussehen kann mit dieser köstlichen Soße. Und napieren das. Schön mit Soße bedecken. Und dann könnt ihr dazu wunderbar Kartoffelgratin servieren und Böhnchen. Und jetzt machen wir nochmal ein bisschen. So. Wunderbar. Geschmorte Lammkeule für euch zu Ostern von uns. Mega. Und wir probieren natürlich jetzt auch. So, ich esse sie am liebsten aus der Mitte. Super lecker. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist echt lecker und macht auch noch viel Freude. Richtiges Kochen, richtiges Handwerk. Sehr, sehr lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch schöne Ostertage mit eurer Familie. Freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, freue mich über eure Kommentare. Und wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne kostenlos unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.